Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als erstes bedauere ich es natürlich persönlich, dass nicht mein geschätzter Kollege Harald Terpe heute seine letzte Rede hier halten wird, sondern dass dem Wahlkampf wohl geschuldet ist, der Parteivorsitzende entsprechend macht. Und deswegen ist es wirklich, ich bedauere es einfach sehr. Aber Sie kämpfen als Grüne und das ist ja wirklich anzuerkennen. Wir beraten ja heute abschließend, zumindest für diese Legislaturperiode, den Entwurf eines Cannabis-Kontrollgesetzes in zweiter und dritter Lesung. Und ich kann feststellen, der Entwurf hat sich trotz der Diskussionen nicht weiterentwickelt und hat keine unserer Bedenken aufgenommen. Deshalb zeigt sich gerade in der heutigen Debatte, dass Sie, liebe Bündnis 90 Die Grünen, die Ignoranz, die Sie uns immer wieder in Teilen vorwerfen, selbst an den Tag legen. Sonst hätten Sie sich die Mühe gemacht, an Ihrem Gesetzentwurf tatsächlich etwas zu ändern. Sie fordern also weiter den legalen Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis und den Eigenanbau von bis zu 3 Cannabispflanzen. Ich habe immer wieder betont, dass diese Mengen einfach viel zu hoch sind. Ich finde es weiter richtig, über eine bundeseinheitliche Regelung zur Eigenbedarfsmenge bei Cannabis zu diskutieren. Aber selbstverständlich sollte da der bundesweit niedrigste Wert übernommen werden. Denn wozu die jetzt tolerierten Höchstmengen führen, sehen wir gerade in Berlin im Görlitzer Park. Schon in der letzten Rede habe ich gefordert, dass der Görlitzer Park wieder den Familien gehören muss und nicht irgendwelchen Kleindealern, die eben nicht belangt werden. Die Dealer tragen nämlich die tolerierte Menge am Mann und das größere Versteck, aus dem sie sich immer wieder neu bedienen, gehört angeblich keinem. Wie in Berlin unter einer rot-rot-grünen Regierung vor der Kriminalität einfach zu kapitulieren und statt Polizisten Sozialarbeiter einzusetzen, das ist eine Frechheit gegenüber den Menschen in Berlin. Und Ihr Entwurf, der geht ja noch weiter. Für die Abgabe von Cannabis an Minderjährige wollen Sie die Strafgrenzen im Gegensatz zum jetzigen Betäubungsmittelrecht sogar noch herabsetzen. Sie machen es den Kleindealern damit also noch einfacher. Und in Ihrem Vorschlag auch noch zu schreiben, den Jugendschutz besonders im Blick zu haben, das ist doch einfach nur lächerlich. Denn natürlich hätte man bei 30 Gramm den Spielraum, etwas weiterzugeben, gerade an Jugendliche, für die Cannabis selbstverständlich weiterhin nicht legal zugänglich wäre. Mehr Jugendschutz durch das Öffnen eines Marktes für eine Droge passt für mich nicht zusammen. Und es funktioniert allgemein auch nicht. Und es zeigen 4 Fakten aus der Studie zur Legalisierung in Colorado ganz deutlich. Erstens, der Cannabiskonsum bei Minderjährigen ist dort um 20% angestiegen, obwohl für diese kein legaler Zugang gewährt wurde. Ihr hochgelobter Rückgang des Konsums, wie Sie es gerade wieder angesprochen haben, wenn man legalisiert, ist hiermit also widerlegt. Zweitens, die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle in Colorado unter dem Einfluss von Cannabis hat von 71 im Jahr 2013 auf 115 Fälle im Jahr 2015 zugenommen, also um gut 60%. Drittens, die Zahl der Krankenhausaufenthalte, die mit Cannabis im Zusammenhang stehen, ist von 6.715 Fällen im Jahr 2012 auf unglaubliche 11.439 Fälle im Jahr 2014 angestiegen, also um 70%. Und viertens, auch die Zahl der Notfälle wegen Kindern, die sich an Cannabisprodukten vergiftet haben, ist seit der Legalisierung deutlich angestiegen. So hat sich die Zahl der Kinder unter 9 Jahren, die, weil sie Cannabis oral zu sich genommen haben, mehr als verdoppelt. Der entscheidende Schritt, der offensichtlich in Colorado fehlt, muss sein, dass wir Minderjährige wirksam schützen können und so dem Schutzantrag und so dem Schutzauftrag, der uns gegeben wurde, auch tatsächlich nachkommen. Denn auch neuere Studien zeigen, dass nicht nur die ersten 5 bis 6 Lebensjahre besonders prägend sind, sondern gerade die Zeit zwischen 15 und 20 in der Gehirnentwicklung einen entscheidenden Zeitraum darstellt. Hier findet eine Reorganisation des Gehirns statt und die Jugendlichen sind besonders anfällig für schädliche Umwelteinflüsse. Cannabis, THC, erhöht das Risiko einer Psychose um das 7-fache. In der Fachambulanz für Suchtkranke in München haben fast 60% der Patienten die Hauptdiagnose Cannabisstörung. Solche Zahlen, ob sie aus Colorado oder aus Deutschland kommen, können wir doch gerade als Gesundheitspolitiker nicht einfach ignorieren.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist für mich, dass meiner Ansicht nach niemals finanzielle Gründe die Basis für ein weniger an Gesundheitsschutz und eine Legalisierung sein dürfen. Denn wenn man so denkt, dann müssten wir, überspitzt natürlich gesagt, bei ziemlich vielen Straftaten ansetzen, deren Durchsetzung den Steuerzahler täglich zigtausende von Euro kostet. Ein Gefängnisinsasse kostet täglich durchschnittlich 92 Euro. Überlegen wir, welche Einsparungen wir machen würden, wenn wir zum Beispiel Wohnungsbrüche legalisieren würden, tausende Einbrecher weniger im Gefängnis und Millionen mehr im Topf. Es kann ja wohl auch nicht der Ernst sein. Der Vorwurf, ja, wir würden jeden, und das ist ja der Vorwurf, der von Ihnen kommt, und das ist genauso tiefste Mottenkiste, ja, wir würden jeden, der 5 Gramm Cannabis bei sich hat, auf das Schlimmste kriminalisieren, der ist einfach nicht wahr. Wir haben ein sehr ausdifferenziertes Strafrechtssystem, das sich besonders durch die Individualentscheidung auszeichnet. Denn Einzelfallentscheidung bedeutet eben nicht, wie man gerne verstanden werden möchte, dass der Einzelne willkürlich anders als der andere behandelt wird, sondern es bedeutet gerade, dass man sich den Einzelfall mit allen Facetten anschaut. Und natürlich wird jemand, der bereits Vorstrafen hat und bereits auffällig wurde, anders behandelt als der, der eben eine erste Auffälligkeit hat. Für mich bleiben in der Drogenpolitik deswegen andere Punkte weiter zentral. Wir müssen uns mehr für die Substitution einsetzen. Wir haben in dieser Wahlperiode schon viele wichtige Maßnahmen getroffen, um den Substituierenden einen Weg in einen weitgehend normalen Alltag zu erleichtern. Doch wir haben noch so viel Bedarf an den Schnittstellen. Denn gerade die Menschen, die sich entschließen, den Suchtweg zu verlassen, müssen wir auffangen und ihnen zur Seite stehen. Besonders bei der Substitution im Strafvollzug müssen wir dahingehend nachbessern. In den Zeitraum nach der Entlassung haben wir Todes- und Vergiftungszahlen, die nicht tragbar sind. Wir werden uns dafür einsetzen, dass wir auch in anderen Ländern Modellvorhaben wie Niedersachsen bekommen. Hier wird in Zusammenarbeit mit Substitutionsärzten 8 Wochen vor der Entlassung mit der Behandlung begonnen und diese dann nahtlos nach der Entlassung weitergeführt. Da sehe ich Handlungsbedarf. Eines ist mir auch noch besonders wichtig. Wir müssen Lösungen schaffen, wie wir diejenigen stärken, die Nein zu Drogen sagen. Stärken, damit sie den Mut haben, sich in einer Gruppe zu behaupten, selbst wenn der Druck von anderen sehr, sehr groß ist. Aber das Wichtigste ist im Bereich der Anwendung von Cannabis als Medizin. Aber das Wichtigste ist im Bereich der Anwendung von Cannabis als Medizin, müssen die Krankenkassen. Aber das Wichtigste ist, im Bereich der Anwendung von Cannabis als Medizin müssen die Krankenkassen, das war das, was der Gesetzgeber ihnen aufgetragen hat, ausführen und dürfen Patienten die Erstattung von Cannabis nicht ohne schwerwiegende Gründe verweigern. Wir hören, dass die Krankenkassen sehr restriktiv verfahren, und wir werden das genau beobachten und, wenn das so ist, nicht hinnehmen. Denn dieses Gesetz, Cannabis als Medizin, war von Anfang an dazu gedacht, die Patienten zu entlasten und keine neuen Hürden aufzubauen. An diesem Ziel halten wir weiterhin fest, und wenn die Krankenkassen weiterhin den gesetzgeberischen Willen ignorieren, müssen wir den Genehmigungsvorbehalt selbstverständlich überdenken. Das sind nur 3 der zentralen Punkte, die ich als prioritär ansehe, prioritär vor der Legalisierung einer weiteren Droge. Also, wenn ich Ihren Gesetzentwurf jetzt mit einer Note bewerten müsste, dann würde ich sagen, es ist eine 4-, ja, und ein Fleischsternchen hätten Sie sich auch nicht verdient, denn Sie haben gar nichts dran geändert. Und Ihr Entwurf überzeugt mich deshalb weiterhin nicht. Und deswegen lehnen wir und wir als Unionsfraktion es selbstverständlich ab. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Frank Tempel für die Fraktion Die Linke.